Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 1. Letztes Mal hat mich Chatel sehr glücklich gemacht, denn sie ist jetzt ein vollständig umgeschulter Kämpferdieb. Sie hat ihre Kämpferfähigkeiten wieder und ist deswegen Braket mindestens ebenbürtig im Nahkampf. Und dazu kann sie sich auch noch wunderbar im Schatten verstecken. Das ist wunderbar. Jetzt werden wir ein paar Gruppenmitglieder aufnehmen. Und zuallererst habe ich mir überlegt, nehmen wir Minsk mit, der hat eine schöne Mission für uns. Steht auf und tretet vor, ob ich euch mein Hamster besser sehen kann. Ich glaube, ich bin zu hässlich für Minsk, okay? Ich muss jetzt tatsächlich neu laden und mit Chatel mit ihm sprechen. Anscheinend mag er mein Charisma nicht. Lasst uns durch, Fremde. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich werde sie fragen. Bo und ich sind unterwegs, um deiner hier, meine Schutzbefohlene, zu erretten. Ihr dürft uns bei unserem Sieg behilflich sein, wenn ihr wollt. Es ist genug Ruhm für alle da. Schöpft Mut, Abenteurer, denn Bu, der einzige Miniatur-Riesen-Weltraumhamster des Reiches, ist euch wohlgesinnt. Er ist mein Freund und Gefährte, seit ich am Kopf verwundet wurde, und er wird uns zum Sieg führen. Auf zur Festung der Gnolle im Westen. Zaudert nicht, wir müssen bald los. Minsk, ja. Minsk, der mächtige Waldläufer, und Bu, der Riesen-Miniatur-Weltraumhamster. Was ihn zufällig genau normal groß macht, aber er ist definitiv ein Miniatur-Riesen-Weltraumhamster. So, Minsk kommt schon ganz gut ausgerüstet. Er hat eine sehr hohe Stärke. Er hat Fähigkeiten in Zweihändern und im Kampfstil mit zwei Waffen und Streitkolben. Wir können jetzt noch einen Punkt hier vergeben und ich lasse ihn auf Zweihand. Das heißt, ich gebe ihm den Zweihänder-Kampfstil. Das macht ihn gleich viel besser. Dann können wir dir nicht die Stiefel, können wir dir die Ankelrüstung direkt anziehen. Dann bist du gleich besser dabei. Oh ja, der grüne Minsk. Was mir jetzt noch fehlt zu meinem Glück, ist ein Helm gegen kritische Treffer. Da müssen wir wohl ohne klarkommen. Das zweite Gruppenmitglied, das ich hier aufnehmen will, ist Edwin. Der hat zufällig eine ähnliche Mission. Und mal sehen, ob ich das auch versauen kann. Haltet ein! Ich benötige die Dienste eurer Gruppe. Ja, sie kommen mir gerade recht. Nicht gerade die erste Wahl. Aber vielleicht ist just dieser tierische Einschlag das, was mein Plan erfordert. Ihr da. Ich möchte, dass du einen hinterhältigen Feind tötest. Verstanden? Sie, deiner hier, sie böse. Du, töten. Einmal mit dem Fuß aufstampfen heißt ja, zweimal nein. Da, dann stampfen wir einmal auf. Aber natürlich, es verhält sich alles wie erwartet. Ich führe sie zu ihr und die Hexe hat gar keine Chance. Ich begleite euch, bis die Sache erledigt ist. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, ist sie westlich von Nashkel unterwegs. Irgendwo in der Nähe der Gnollfestung. Tja, jetzt haben wir Edwin und Minsk zusammen in der Gruppe und niemand hat sich beschwert über den jeweils anderen. Aber das wird noch kommen. Wir wollen sie einmal retten und einmal töten. Eine schwierige Entscheidung steht an. Edwin ist jetzt auch direkt zu Magier Stufe 5 aufgestiegen und in 8000 Erfahrungspunkten bekommt er dann, glaube ich, auch Stufe 4 Zauber. Na, im Moment hat er nur Stufe 3 Zauber, da lernen wir gleich mal ganz viel Hast. Das ist ja ein richtig cooler Zauber, den kann man gebrauchen. Richtig. Edwin. Du brauchst auch Ausrüstung, bevor ich mich um deine Zaubersprüche kümmere. Wir geben dir hier auf jeden Fall mal die ganzen Stecken, die keiner sonst von uns benutzen kann. Geh weise mit ihnen um, mein guter Mann. Und viel wichtiger noch, hier das unendliche Gedächtnis, den ich ja mal verpfändet habe für einen hohen Preis, um mir unter anderem diese Tatsche zu kaufen, die jetzt nicht mehr den allergrößten Sinn hat. Ah, naja, es war die richtige Entscheidung, glaube ich, damals. So, Edwin kann direkt mal diese Knabenrobe anziehen. Ich glaube, das ist die Knave's Robe im Englischen, so vom Aussehen her. Ich weiß nicht, wie sie in Deutsch heißt. Sehen wir, wenn wir sie identifizieren. Und sich an seinen Stufe 1 Zaubern hier ergötzen. Da hat er ja eine ganze Menge. Dann gucken wir auch gleich, dass wir ihm ein paar Zauber beibringen. Jetzt hat Edwin ein paar mehr Zauber. Durch seine hohe Intelligenz ist er auch ganz gut im Zauberlernen. Und durch seine hohe Konstitution hat er auch eine ganze Menge Lebenspunkte. Also Edwin ist fast der perfekte Magier. Was ich nicht habe, ist ein magisches Geschoss. Ich habe keinen magischen Geschosszauber.
Das ist ein bisschen dämlich, aber wir werden das einfach mit Schlaf kompensieren. Schlaf und eventuell der Farbkugel, wobei die Farbkugel ist noch nicht so super. Er ist jetzt Stufe 5, er kann damit Ziele benommen machen. Ja, dann lernen wir doch ein paar Mal vielleicht Blindheit, würde ich sagen. Wenn ich es denn gelernt hätte, ne? Ach, Blindheit kann ich nicht lernen, weil Blindheit ein Illusionszauber ist. Nee, doch, ich kann ihn lernen. Ja. Da muss ich was verpasst haben irgendwie. Blindheit ist ganz gut gegen starke einzelne Gegner. Die können wir damit aus dem Kampf nehmen. Stufe 2 finde ich Netz interessant, auf jeden Fall. Allerdings haben wir, glaube ich, noch nichts, was uns gegen Netz immun machen würde. Glitzerstaub könnte Leute aufdecken. Stinkende Wolke wäre einfach ein Krautkontrollzauber für Skelette eventuell. Die können da drin, glaube ich, rumlaufen. Schrecken ist ein interessanter Zauber. Weil damit kann ich auch alle Feinde in einem gewissen Radius auseinanderscheuchen. Das lernen wir zweimal lernen. Dann lernen wir auf jeden Fall Spiegelbild und auch eine Unsichtbarkeit. Hier auf Stufe 3 bleiben wir bei der Hast. Der Schreckenszauber macht keinen Leuten Angst. Der bezaubert Leute. Aber das ist ein bisschen zu heftig. Was wir auch gelernt haben, ist die Geisterrüstung. Die könnte man auch lernen. Die kann man auch nur auf sich selbst zaubern, leider, wenn ich das hier so richtig sehe. Damit könnte Edwin sich ein bisschen buffen, aber ich habe nicht vor, mit Edwin in den Nahkampf zu gehen. Okay. Dann werden wir mal versuchen, hier auf der Straße zu schlafen. Oh, das wollen sie nicht. Geh weg. Lasst mich in Ruhe. In der Stadt wird nicht geschlafen. Oh nein, da kommt auch noch Nuba. Ah, ich bin Nuba. Schön hier, oder? Mhm, Nuba. Ich hau jetzt ab zur Gnollfeste. Ich glaube, wenn wir von hier... Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Okay. Ein guter Test für unsere Fähigkeiten. Im Moment sehe ich ja noch keine Feinde. Ein einzelner Ogre. Echt jetzt? Aha. Okay. Schatel, ich hatte eigentlich gehofft, dass du den tot machst. Okay. Du hast es getan. Ein einzelner Ogre. Das nennt ihr einen Überfall. Na gut. Ich will mich da ja gar nicht beschweren. So. Hier weiß ich nicht, was im Gebiet drin ist. Es gibt hier irgendwo ja das Gebiet mit Dritz. Der will ich eigentlich noch nicht begegnen, dem guten Mann. Der tötet zwar auch Gnolle, aber da will ich mich im Moment nicht mit beschäftigen. Also gehen wir hier ganz bis zum Rand. Gucken erstmal, ob südlich hiervon noch eine Möglichkeit ist, woanders hinzugehen. Und wenn nicht... Naja, da. Okay, gehen wir doch noch da. Und hier... Gehen wir jetzt einfach nach Westen. Am Rand entlang. Das sollte schon klappen. Chatel, du darfst dich ja ruhig im Schatten verstecken. Ich glaube, ich muss euch auch gleich nochmal ein paar Skripte geben. Weil wir sollten, glaube ich, mit Skripten spielen. Ja, ich muss vor allem auch Edwin dann das Skript wegnehmen. Das machen wir jetzt alles direkt. Bin ich noch jetzt so erfahren mit. Gucken wir uns mal gemeinsam an. Wir haben hier die fortgeschrittene KI. Edwin soll keine Gegenstände benutzen, keine besonderen Fähigkeiten und auch keine Angriffszauber. Auch keine Defensivzauber. Ich will, dass Edwin höchstens mal Leute angreift. Aber will ich das wirklich? Ja, kann man machen. Bei Minsk sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Oder genauso. Der hat halt keine. Gut, Gegenstände darf er auch nicht benutzen. Seine Fähigkeiten soll er auch nicht benutzen. Das macht er noch einen Berserkerrausch. Und Minsks Berserkerrausch ist ein bisschen negativ. Der sorgt nämlich dafür, dass er die Kontrolle über sich selbst verliert. Und dann könnte er uns angreifen und dann müssen wir uns um ihn kümmern. Und das kann ja keiner wollen. So, Chatel geben wir mal im Schatten verstecken. Der Charakter versucht sich im Schatten zu verstecken, wenn er nichts zu tun hat. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert. Eventuell machen wir das später auch mit Fallen finden, wenn wir dann in Durdoks Turm rumlaufen. So haben wir dann schon mal auf allen Leuten. Und da werde ich Braket auch mal mit einbeziehen. Ja, Feinde angreifen. Dann noch hier unten die Laterne mal angucken. Jetzt ist die Gruppe an. Ich glaube, wenn das Licht leuchtet in der Laterne, dann ist quasi das Licht in den Charakteren an. Da müsste sich ja Chatel jetzt, wenn sie nichts zu tun hat... Ah ja, sie hat's. Müsste sie sich im Schatten verstecken, richtig, Chatel? Okay, wir schlafen. Oh, Minsk. Du armer Helden, jetzt noch 24 Stunden zu Gnollfeste. Angriff! Edwin nicht.
Ich habe leider keine Waffe für dich. Ja, ich glaube, wir nehmen Edwin die KI wieder ab. So. Knolle sollten für unsere Gruppe keine große Herausforderung mehr sein. Edwin hat eine ganze Menge Schlafzauber auch gelernt. Wir haben hier Blindheit. Wir haben hier... Och, Hast. Nehmen wir ruhig Hast mal da rein. Das sind die Tasten. F4 bis F6. Okay. Auf zum Knollfeste. Ja, und da hätte ich jetzt gedacht, dass Chatel sich selbst im Schatten versteckt. Von alleine. Dass ich da kein Micromanagement machen muss. Wenigstens ist noch Nacht. Das ist sehr, sehr gut. Denn die beiden Oger hier, oder Halboger oder Ogrillions, Gnal und Hertuf, okay, komischer Name, die wollen Stress mit uns. Dann würde ich sagen, Braket, geh mal hier rüber. Ich Gnal, ich hungrig, halt, ihr nirgendwo hingehen. Das unsere Brücke, ihr bezahlen, um sie zu begehren. Jau, zahlen 20 pro Kopf oder Kopf ab. Das sind 1, 2, 8 Köpfe. Also zahlen 200 Goldmünzen. Ich zweifle sowohl an deiner Zählkunst als auch an deiner Mathematik. Na, 200 Goldmünzen vielleicht zu viel. Vielleicht zahlen 100 Goldmünzen? 100 Goldmünzen oder Köpfe ab. Kein schlechtes Geschäft. Dein Kopf hohl. Wirst nicht vermissen. Jau, wir töten und nehmen das Zeug und kriegen das Gold so oder so dumm Kopf. Das habe ich mir auch gerade gedacht. So, jetzt habe ich gesagt, F5, ne? Machen wir ihn mal blind. Gucken wir mal, ob das direkt funktioniert. Ja, er ist geblendet. Das ist er jetzt nutzlos. Können wir ihn von Chatel explodieren lassen. So ist das richtig. Den Trank gucke ich mir gleich nochmal an, den er da hatte. Das war doch ein Einsichtstrank? Nein, ein Kälteschutztrank, okay. Ein Weisheitstrank hätte mich bei dem Typen auch gewundert. Hier ein Trank mit Stärke 19. Sowas kann man eigentlich direkt an Chatel weitergeben. Das macht sie dann sofort besser. Das sind die Geschicklichkeitsarmschienen. Die setzen die Geschicklichkeit auf 18. Könnte man Edwin anziehen, bringt ihm viel. Bei Chatel tut es nicht fürchterlich viel, weil sie hat ja schon Geschicklichkeit 17. Ja, komm, ich glaube, ich gebe das Edwin. Finde ich irgendwie lustig, die Vorstellung, dass Edwin jetzt so ein schwer gepanzerter, schwer zu treffender Typ ist. Hauen wir ihm direkt mal ein Schild drauf, also ein Panzer. Und dann hat er die Rüstungsklasse von... Ich kann mit dem neuen noch nicht umgehen. Hier, 2. Okay, das ist nicht super, aber schon ganz gut. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell hier durch. Lassen wir uns hasten einmal und hoffentlich finde ich direkt den Weg zu den Gnollen hinein. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Ja. Nein, ich bin über den Gnollen. Ich glaube, von hier oben kommt man nicht rein. Was habe ich getan? Eventuell hätte ich hier irgendwo abbiegen müssen. Oh, oh, es geht los. Es geht los. Ich wurde von Gnollen gestellt. Ihr greift mal alle an. Edwin? Schlaf! Und da ist die Hast auch schon vorbei. Ah, das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich so gar nicht gelohnt. Gucken wir mal hier. Hier unten, das sieht doch schon besser aus. Ja, das ist der Weg, den man noch gehen sollte. Die Knolle haben ja netterweise direkt gezeigt, wo ihre Basis losgeht. Bleibt ihr mal alle stehen. Braket wird sich kurz buffen. Chatel versteckt sich im Schatten. Weil hierfür brauchen wir jetzt keinen. Hierfür brauchen wir keinen. Keinen Schlafzauber oder sowas. Aber es ging schon schneller mit Schlafzauber, ja. Aber ich denke mal so ab Gruppen von mehr als 4 Leuten
Fangen wir mit Schlaf an. Eventuell hätte ich ein paar Blindheiten durch Schlaf ersetzen sollen. Noch. Gucken wir mal. Und immer schön Chatel vorschicken. Ah, oh, Xvarte? Was macht ihr denn hier? Ach, Minsk jammert jetzt. Jetzt haben wir den Edelsteinbeutel uns besorgt und was tue ich? Ich hebe die billigen Edelsteine trotzdem nicht auf. So ist das. So, gucken wir mal, ob wir hier ein paar von den Gnollen finden, die dieser Festung sein sollen. Ich bin bis jetzt von der Anzahl der Gegner ein bisschen enttäuscht. Ah, Merksfahrte. Wenn wir nicht bald eine Pause machen, kann ich nicht mehr Schritt halten. Klar, ach, Edwin. Du kannst so oder so nicht Schritt halten. Ich bin so schwach. Wer hat denn das gesagt? Braket, das ist doch keine Art, über sich selbst zu denken. Du bist der stärkste Zwerg, den ich je erstellt habe. Das könnte sogar sein. So, Chatel, platz da unten mal ein paar Xvarte. Komm, hast du keine KI? Na, so ganz verstehe ich die fortgeschrittene KI noch nicht, aber die ist ja auch fortgeschritten. Vielleicht verstehe ich die erst ein bisschen später. So. Verdächtig viele Nicht-Gnolle hier in dieser Gnoll-Festung. Dann wandern wir mal da hoch. Ich glaube, hier nimmt denn die Gnolldichte endlich zu. Ja, da sind sie. Sogar Elite-Gnolls. Minsk hat leider keine Fähigkeit so richtig, die ich einsetzen könnte. Braket schicken wir einfach hoch. Genau das gleiche machen wir mit Minsk. Chatel eröffnet hier auf einem Elite-Gnoll. Ja, dann dritten Schritt zurück. Edwin kommt hoch. Gucken wir mal. Ey, was tust du? Das war doch schon wieder ein Zauber. Ich hasse diese fortgeschrittene KI. Wieso kannst du zaubern? Weil ich es nicht ausgeschaltet habe, ja. Ich unterbreche den dann auch lieber, als ihn da zaubern zu lassen. Wenn es nicht nach meinem Willen geht, dann geht's gar nicht, ja. Edwin und Minsk, ihr seid ein gutes Team, oder? Ja, seid ihr. Oh ja, da können wir einiges tot machen. Was habe ich dir noch beigebracht? Nichts Wirkliches. Ja, ich glaube, ich muss warten, bis meine Gruppe zusammensteht, bevor ich nochmal Hass zaubern kann. Vielleicht kann man die ja herholen. Machen wir das doch einfach so. Komm, Minsk, lass uns mal alle vorbei. Und das kann man hier natürlich genauso auch mit Level 1 Charakteren machen. Edwin. Habe ich dich out of position gestellt? Ist nicht so schlimm. Okay, Chatel braucht auch ein Angriffsskript. Das mit dem, wenn sie nichts zu tun hat, versteckt sie sich im Schatten. Das funktioniert nicht. Oder ich hätte vielleicht beides. Na komm, dann machen wir mal beides an. Das konkurriert vielleicht ein bisschen miteinander auch. Vielleicht ist es aber auch die Lösung. Ein Engelshautsring und ein Goldring. Ich glaube, die sind ein paar Goldmünzen wert. Da können wir ruhig mal zugreifen. So, Chatel. Nee, nicht Chatel. Deiner hier ist, glaube ich, da unten. Gucken wir erst nochmal hier oben. Ja, hier oben ist noch mehr für uns zu tun. Hahaha.
Das lief ja gut. So, wo ist mein Chef? Chef, wo läufst du hin? Wenn man sie nicht zusammenhält, na dann... So, Edwin, setze deinen Stab ein. Sehr gut. Noch, Minsk, du kriegst deine Pause schon noch. Nicht zum Aushalten. Guck mal doch erstmal nach deiner hier. Und ich glaube, da gehen wir alle hier unten rein. Ach, Edwin. So ein großes Hirn. Und so wenig Wegfindung. Es fängt schon mal keiner von euch an, einfach so zu schwätzen. Das finde ich gut. Ich bin gespannt, ob wir hier alle wieder rausfinden. Wenn wir nicht bald eine Pause machen, eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Euer Beistand verdient Anerkennung. Ihr habt mich aus der schrecklichsten Zwangslage befreit, in der ich mich je befand. Sag das nicht deiner hier, du weißt doch noch gar nicht, was ich vorhabe. Was zögert ihr den Todesstoß noch hin? Tötet sie! Dann war also nicht Tapferkeit euer Beweggrund. Dem einen Tod entrissen, nur um einem anderen anheimzufallen. Soll das mein Schicksal sein? Ich warne euch, seid auf der Hut. Von jemandem wie dem da hält man sich besser fern. Hört nicht auf die Lügen dieser Hexe. Ihr habt es zugesagt. Lasst euch nicht von seinem Verfolgungswahn leiten. Ich bin euer Freund, nicht euer Feind. Ja, abgemacht ist abgemacht. Minsk mischt sich auch gar nicht ein, finde ich total interessant. Eine höchst missliche Entscheidung. Verzeiht mir doch, nun muss ich zum Kampfe schreiten. Oh, und Minsk auch. Aber Chatel hat schon angefangen. Tja, Edwin, mach sie mal blind, ja? Und wir kümmern uns um Minsk. Undankbarer Waldläufer. Ich glaube, Chatel hat auch noch vorbeigeworfen, ja. Ich hätte ihm nie die Rüstung geben sollen. Edwin? Edwin, töte die Hexe! Ich bin so schwach. Das kann dir keiner abnehmen. Oh, muss dir auch keiner abnehmen, du hast es getan. Ja, jetzt müssen wir nur noch Minsk loswerden. Das ist zutiefst böse und ich habe auch jetzt eine andere Gesinnung. Ich bin neutral böse. Nach all dem, was jetzt schon passiert ist, ist das der einzige Weg vorwärts. Ich bin an mir selbst interessiert, einfach als an Minsk und deiner hier. Und da kann mir Edwin mehr helfen. Und das reflektiert jetzt auch so ein bisschen, wie das Spiel bis jetzt gelaufen ist. Und Minsk macht es echt gut. Also Minsk ist ein guter Nahkämpfer. Er hat sehr lange jetzt hier ausgehalten und das nur mit minimaler Ausrüstung. Die Hexe deiner hier ist also tot. Ich hätte ja gedacht, dass sie schlau genug gewesen wäre, sich nicht so weit von ihrer Heimat zu entfernen. Was wollte sie also hier? Ihr Tod bedeutet nicht das Schachmatt, auf das ich gehofft hatte. Wir sind gerade erst beim Schach angelangt. Was? Was wollt ihr? Ach ja, die Sache mit der Bezahlung. Ich frage mich allerdings, ob ihr Anteil an der Sache so groß war. Etwas für ihre Mühe sollten sie trotzdem bekommen, und wenn es nur dazu dient, sie zu besänftigen. Da wir nie einen Preis festgelegt haben, soll eure Bezahlung darin bestehen, dass ich euch einige Zeit lang meine Zauberkünste zur Verfügung stelle. Ich bin sicher, ihr stimmt mir zu, dass Rat und Beistand weit wertvoller sind als Geld. Na, auf jeden Fall. Ich hab das nur wegen dir gemacht, Edwin. Deiner hier ist tot, genau wie es Edwin gewollt hat. Auch irgendwie ein Erfolg. Ja, es war ein großartiger Kampf, war es in dieser Grube. Ich wüsste gerne, wie deiner hier es hinbekommen hat, von den Gnollen nicht umgebracht zu werden. Die muss ja sich doch ein bisschen auch mit denen verständigen können, sonst würde man ja nicht gefangen genommen werden. Es geht weiter. Edwin ist hier mitten reingelaufen. Ich hab noch gedacht, er könnte ein Spiegelbild gebrauchen. Probieren wir es mal mit Schrecken. Oh Gott, es ist super effektiv. Das Erschreckende daran ist jetzt, dass die Typen weglaufen werden. Na komm, bring den einen Gnoll um. Jungs, jetzt hauen wir ab hier. Wir lassen die Gnolle einfach Gnolle sein. Drei Gnolle zu töten, ist die Zeit nicht wert. Wir können jetzt hier noch einmal in die Höhlen hier reingehen.
Denn in einer der Höhlen, die sich hier unten noch befinden, gibt es den Charisma-Folianten. Und den brauche ich ja ganz dringend. Ich hätte ja fast Minsk nicht in meine Gruppe bekommen. Ja, hast du es wirklich ein Dreckszauber. Also eins weiß ich, hier ist der Folliant nicht. Hier ist nämlich nicht mal eine Höhle. Ich glaube auch, die Xwarte sind eher hier unten gewesen. Komisch, dass die jetzt auch... genau, da sind sie ja. Komisch, dass die auch oben im Gnolldorf waren. Tötet sie. Tötet sie alle. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch teilweise die Müdigkeit hier. Wir kriegen hier ganz schön Abzüge auf unsere Würfe. Hier minus 4. Normalerweise steht da irgendwas von plus 4. Also so richtig müde sollte man nicht kämpfen. Aber hier wird es noch gehen. Hier haben wir keine großen Gegner. Und dann haben wir das, können wir das hier abschließen. So, hier ist eine Höhle. Das könnte auch die richtige sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, machen wir auch einmal einen Schlafzauber hier rein. Der ist ja super effektiv und dann müssen wir auch nicht würfeln, wenn wir die Leute verhauen wollen hier. Zumindest habe ich das immer gedacht. Und dennoch. Ja, also das war die falsche Höhle. Hier haben einfach nur ein paar Xwarte friedlich zusammen mit Fledermäusen gelebt. So, hier geht's nochmal in zwei Richtungen. Ich glaube, hier links, das ist die richtige Höhle. Ist das die Höhle? Nee, das sieht nur so aus wie eine Höhle hier oben dann. Was habe ich denn noch an Zaubern? Ich habe noch Blindheit und Schrecken. Beides nicht sonderlich sinnvoll gegen die Leute hier. Magisches Geschoss. Na endlich, Edwin. Jetzt können wir loslegen. Du bist bald ein vollwertiger Magier. So. Hier drin könnte man fast schon sagen, okay, wir machen das mit der Furcht. Ach, zünden wir lieber nochmal große Stärke hier. Kriegen wir vielleicht ein paar Angriffe noch, die was machen. Können ja schon mal mit Edwin gucken. Ob hier um die Ecke. Das ist nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, bist du jetzt blind? Du bist blind. Das ist sehr, sehr gut. Dann wechseln wir jetzt hier mit Chatel auf Fernkampf. Bracket auch. Und in ungefähr 100 Jahren werden wir diesen Aaskriecher dann auch tot haben. Kritischer Treff, minus 10 ist der Abzug mittlerweile. Ach du Scheiße. Ist kein Wunder, dass wir nichts treffen hier. Ist aber auch nicht immer minus 10. Es ist nur manchmal so schlimm. Fast so, als würde das davon abhängen, wie müde wir sind. Also Hast ist definitiv ein Zauber, den kann ich dann nur einmal pro Rast einsetzen. Weil das geht ja hier gerade überhaupt nicht. Gucken wir mal, habe ich einen Schadenszauber irgendwo. Ich habe Algernons Umhang. Ich habe hier die Geschossheilskette. Nee, alles nichts Sinnvolles. Gut, wir können hier mit Aganazas Flamme können wir arbeiten. Schöne neue Animation. Dann bleibt noch die Höhle hier unten. Vielleicht sollten wir das auch generell machen mit Aganazas Flamme. Mal gucken, ob ich hier noch ein paar... Nee, die Xwarte sterben wahrscheinlich, bevor wir was... bevor wir die sinnvoll in einer Linie aufbekommen. Wobei ich ja hier extra ein paar Flammenschutzzauber gelernt habe. Das heißt, da hätten wir was mitmachen können. Ja. Hätten wir uns vor Feuer schützen können. Das können wir ja mal testen, wie sehr das wirklich vor Feuer schützt. So, und zwar zu 100%. Ja, ein magisches Feuer 80%. Aber ich glaube, das spielt, wie schon gesagt, keine Rolle. Was magisches Feuer sein soll, weiß niemand.
Gut, da haben wir hier Heiltränke. Nochmal magisches Geschoss und auch den Folianten. Sehr schön. Kann Edwin da vielleicht schon was zu sagen? So als charismatischster? Na, natürlich nicht. Natürlich nicht, Edwin. Du bist eine Enttäuschung. Also eine ganz kleine Enttäuschung. So. Ach, Chatel ist immer noch voll. Was hast du denn dabei, dass du so voll bist? Auch ganz viele Zaubersprüche. Ja, du bist sowieso immer ganz gut beladen. Werfen wir mal die 7 Pfeile hier weg. Ich glaube auch die paar plus 2 Pfeile, die sind auch nicht unbedingt das Sinnvollste. Okay. Edwin hat jetzt ein paar Heiltränke. Und ich sollte ihm auch die Schriftrollen geben. Ja, das passt einfach zu Edwin. So. Damit haben wir den Charisma-Folianten. Und wir haben die Gnollfeste gemacht. Wir haben unser erstes Gruppenmitglied hinzugewonnen. Wir haben jetzt Edwin. Der wird hoffentlich bei mir bleiben. Bis zum Ende dieses Let's Plays. Es gibt einfach kaum einen besseren Magier. Als Beschwörer hat er nur den Nachteil, dass er keine Aufdeckungszauber, kein Identifizieren, kein unsichtbares Entdecken, kein Orakel, nicht diese ganzen Zauber nicht zaubern kann. Aber er bekommt natürlich, weil er spezialisiert ist, einen Zauber mehr. Und weil er ein Amulett trägt, das nur er tragen kann, bekommt er auch noch einen Zauber mehr. Also werden wir mit ihm sogar, wenn wir ihn auf hohes Level bekommen, mehrere Stufe 5 Zauber zaubern können. Aha. Es geht schon wieder los. Greift an! Tötet sie alle! Keine Überlebenden! Die kleinen blauen Humanoiden müssen leiden. So, hier kann man jetzt was tun. So macht man das, Edwin, ne? Ich da mal reinlaufen? Das tat schon noch weh. Okay, 21 Schadenspunkte. Achso, der Feuerschutzzauber ist auch abgelaufen. Okay. Das erklärt es dann vielleicht doch. Ich bin die Thron des Wahldauer der Zauber gewöhnt. Ganz enorm. Also da gucken wir mal, wie lange der überhaupt hält. Weil ich, ja, Thron des Baal hätte der ewig gehalten. Eine Runde pro Stufe und 3 Runden. Also der hält vielleicht jetzt 9 Runden oder so. Also eine knappe Minute. Das muss ich dann wirklich knapp vor dem Kampf oder während dem Kampf zaubern, um da einen Profit draus zu schlagen. So, dann würde ich sagen, kehren wir jetzt nach Neshgeld zurück. Das dauert aber ganz schön lange hier. Das ist ja eine ganz gute Basis für unsere Operationen. Ah ja, da unten bin ich rausgekommen. Bei Nuba. Nein. Nein. Grausames Schicksal. Edwin, wie oft kannst du uns unsichtbar machen? Oh ja, doch. Können wir, oder? Heiligtum? Unsichtbarkeit? Im Schatten verstecken. Haha. Alles gut, Edwin. Wir sind der schlimmsten Geißel der Schwertküste entkommen. Er spricht uns nicht an. Ja, das ist ja auch der Grund, warum man Unsichtbarkeit vielleicht 6-7 Mal lernen sollte. Damit man immer an Nuba vorbeikommt. Das hier ist ein Gasthaus, oder? Ja, die Taverne zum rülpsenden Drachen. Werden wir auch gleich unsichtbar auftauchen. Volo ist hier. Aber ich bin auch vor seinen dummen Sprüchen geschützt. Aber ich glaube, wir reden mal mit ihm. Du bist der Einzige, der benannt ist neben dem Schandwirt. Dem Schankwirt. Ah ja, die Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Ich bin ein Zwergenmann, keine Frau. Aber das ist schwer auseinanderzuhalten, muss ich gestehen. Seid gegrüßt. Ich sehe es euch gleich an, dass ihr nicht zu Hause, sondern auf Reisen seid, wie ich. Setzt euch ein Weilchen zu mir, genießt mit mir die Stimmung und lasst uns Geschichten aus fernen und fernscheinenden Landen austauschen. Ich bin euch ganz verrühen gereist. Doch nach der Gastfreundschaft eines einfachen ländlichen Festes habe ich bislang vergebens gesucht. Es ist eine Schande, wie jedes Freudenfest durch die Ereignisse der jüngsten Zeit getrübt ist, auch wenn man gute Miene zum bösen Spiel macht. Ihr blickt verwundert rein? So wisst ihr am Ende nichts von den Schwierigkeiten, welche die liebenswürdigen Einwohnerschaft von Neshgeld plagen?
Wenn ihr eben erst angekommen seid, kann ich euch berichten, was ich weiß, sofern ihr mir euer Ohr schenken wollt und noch dein Bier dazu gebt. Wollt ihr von ihm hören, was in der Mine vorgefallen ist, oder bevorzugt ihr die tragische Geschichte des Hauptmanns der Garde? Tja, Volo, ich habe mir da in beiden Sachen schon persönlich ein Bild von gemacht. Gucken wir doch mal, was er dazu sagt, aber... Es heißt, dass überall entlang der Schwertküste, von den Wolkengipfeln bis nach Baldurs Tor, ein Erzmangel herrscht, der den ansässigen Handel fast zum Erliegen bringt. Räuber, angeblich sowohl Menschen als auch Halbmenschen, überfallen Karawanen. Und selbst das Erz, das seinen Bestimmungsort erreicht, wird nach dem Schmelzvorgang auf unerklärliche Weise durch eine seltsame, das Eisen schwächende Seuche spröde und nutzlos. Als ob das nicht schon genug Grund zur Sorge wäre, ist auch noch die Produktion der Mine außerhalb von Neschkel gesunken, wobei die deutlich geringeren Produktionsmengen der Unruhe unter den Arbeitern zugeschrieben wird. Das mysteriöse Verschwinden einiger Minenarbeiter hat die ganze Gegend in Aufregung versetzt, sodass die Situation durch das nächste Vorkommnis völlig aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Ja, eine schöne Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Ich weiß gar nicht, also in Saradush? Oder stehst du noch woanders rum? Wir werden aufpassen. Vielleicht bist du ja sogar in Siege of Dragonspear irgendwo zu finden. Würde ich vielleicht sogar erwarten. Schauen wir aber erstmal, ob der Mann hier was für mich hat. Und zwar... Oh mein Gott, was läuft dir für Wege hier? Du hast Wein. Ist das Bier billig. Okay. Ich denke mal, wir machen Edwin betrunken. Mit Met, ja. Ich denke, Edwin trinkt eher süßes Zeug. Was haben wir hier? Dieser arrogante Mistkerl. Habt ihr vom Bürgermeister von Beregost gehört? Keldorf kommt hierher und erzählt uns, wir sollen nicht mehr so schlechtes Eisen liefern, als könnten wir was dagegen tun. Hast du noch irgendwelche Gerüchte für mich? Ah, Edwin bekommt keine... Edwin bekommt keinen Tropfen mehr. Das kann man auch machen, um die Moral von seinen Leuten zu steigern. Betrunkene Leute kämpfen nicht so gut. Aber sie haben zumindest auch keine Angst mehr. Also... Das wäre so eine Art Lösung für das Problem, wenn man das denn hat. Aber wir haben ja in der Regel einen Priester dabei und sind dagegen gefeit. So, dann werden wir nächstes Mal uns um weitere Gruppenmitglieder bemühen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.